Die weltweiten Krisen haben Wladimir Putin zurück ins Spiel gebracht. Der Westen wollte Putin isolieren, jetzt wird er überall gebraucht. In Syrien, in der Ukraine, im Iran-Konflikt. Mein heutiger Gast im Dialog hat so viel Zeit mit Putin verbracht wie kein anderer westlicher Journalist. Hubert Seipel hat Putin auf mehr als einem Dutzend Reisen begleitet, in den letzten 5 Jahren 20 Interviews mit ihm geführt. Herzlich willkommen bei Phoenix. Grüße Sie. Herr Seipel, aus all diesen Begegnungen mit Putin entstand ein langes Porträt für die ARD, ein großes Interview ebenfalls für die ARD auf dem Höhepunkt der Ukraine-Krise und dieses Buch soeben erschienen, Putin, Innenansichten der Macht. Was ist Putin für ein Mensch? Gute Frage. Erstmal ist er Präsident. Und als Präsident nimmt er eine Rolle ein und diese Rolle verkauft er natürlich erstmal. Als Mensch ist es immer eine Inszenierung, die Sie als Journalist, der Sie als Journalist gegenübersetzen. Hier Politiker, da Journalist. Politiker instrumentalisieren Journalisten, Journalisten instrumentalisieren Politiker. Also ist es immer ziemlich schwierig, mal durchzugucken, genau wie tickt der, was macht der, wie fühlt der. Aber er ist ein erstens mal nicht unangenehmer Mensch, zweitens ist er schnell im Kopf, drittens hat er Humor, viertens kann er ziemlich sarkastisch sein und man ist besser gut vorbereitet, weil er ziemlich genau und präzise ist. Wie nah sind Sie an ihn rangekommen? Was hat er zugelassen? Wir haben, wie Sie schon gesagt haben, eine Unzahl von Interviews geführt. Wir sind gemeinsam verreist. Ich habe ihn bei seinen Reisen begleitet. Da trifft man sich auch nachts, da unterhält man sich auch nachts, dann setzt man sich mit auseinander. Er hat verglichen mit anderen Politikern, die ich kenne, und das ist nicht mein erstes Politikerporträt, relativ viel zugelassen und zumindest nach außen hin ziemlich unkontrolliert relativ viel zugelassen. Warum hat er ausgerechnet Sie akzeptiert? Warum hat er ausgerechnet Ihnen Interviews gegeben? Das muss mein Charme sein oder meine Schönheit. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, einer der wesentlichen Punkte ist, ich bin Deutsch. Er hätte das, glaube ich, nicht mit einem Amerikaner gemacht oder mit einem Engländer gemacht in diesem Umfang. Er hat eine Beziehung zu Deutschland. Und offenkundig waren unsere ersten Gespräche auch so, dass wir miteinander konnten. Ich glaube, das ist immer ziemlich wichtig, dass Sie halbwegs miteinander können. Das heißt, dass Sie zulassen können, zuhören können. Auf der einen Seite, dass Sie das Gefühl haben, wenn Sie sozusagen Punkte vereinbaren, dass die auch eingehalten werden. Und natürlich haben wir auch für unsere Gespräche ein paar Punkte vereinbart. Einer der Punkte war natürlich beispielsweise, dass alles Private in Bezug auf seine Familie beispielsweise tabu ist. Das wollte er nicht, aus unterschiedlichen Gründen, glaube ich. Müssen Sie sonst noch Zugeständnisse machen? Eigentlich nicht. Ich kann Ihnen sagen, wie das am Anfang gelaufen ist. Das war ziemlich simpel. Als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, hatte ich mir schon mal 4 Punkte aufgeschrieben, die ich unbedingt haben wollte. Und der eine Punkt war, viele Interviews, gemeinsame Reisen, über Monate unterwegs sein, gleichzeitig noch mal. Und die Interviews, die er gibt, offiziell jetzt in die Kamera hinein oder auf Tonband, die kann er nicht mehr zurückholen. Und er würde auch das Produkt nicht mehr sehen. Egal, ob das jetzt unser Film war damals, unser Interview war, was er Kreml nicht sozusagen noch mal zensieren konnte, oder ob es das Buch war. Das habe ich ihm vor 4 Wochen, als es rauskam, bin ich hingefahren, habe es ihm gegeben, damit er es auch im Nachhinein lesen kann. Hat er irgendwann darauf reagiert? Schon was dazu gesagt? Er hat gesagt, naja, das Bild geht, drin sind ja wohl keine Bilder. Das können wir uns nochmal anschauen. Ne? Ja. Und der andere Punkt, den er natürlich wirklich wollte, und das war ihm ziemlich wichtig, war nichts über meine Familie. Meine Familie ist tabu, auch mein Privatleben geht sozusagen den Journalisten nichts an. Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Also diese Geheimniskrämerei rund um die Putin-Familie, die treibt ja seltsame Blüten. Also er ist verheiratet, dann geschieden, so insoweit nicht unnormal. Und 2 inzwischen erwachsene Töchter. Jetzt gibt es da gerade in Moskau eine junge Dame, die macht steil Karriere an der Spitze einer milliardenschweren Stiftung. Und alle Welt rätselt, ist das jetzt Putins Tochter oder nicht? Also so viel Geheimniskrämerei, dass man da bei einer Frau nicht mal weiß, ist das jetzt die Tochter von ihm oder nicht? Schon erstaunlich. Er sagt, es ist eine Frage der Sicherheit.
ich bin Präsident geworden, die haben mich gewählt, die haben nicht meine Tochter gewählt. Und ich will deswegen nicht, dass meine Tochter in der Öffentlichkeit bekannt wird. Und ich werde auch natürlich den Teufel heute tun, Ihnen sozusagen sagen, ob es deine Tochter ist oder nicht. Denn das war auch unsere Vereinbarung. Ja, wir wollten ja auch über Putin reden. Da muss ich jetzt eins noch mal gleich nachschieben. Es gibt ja schon einige Kritiker, die werfen Ihnen vor, na klar, der Putin, der hat den Seipel ausgesucht, weil der hat ein Putin-freundliches Weltbild. Der lässt es zu, dass Putin in seinen Interviews Propaganda treibt. Wunderbare Idee. Aber erstens mal, wenn Sie mit Frau Merkel ein Interview machen oder mit dem amerikanischen Präsidenten ein Interview machen oder mit dem Ministerpräsidenten ein Interview machen von irgendeinem Land hier, wird der sich nicht jemand aussuchen, der von vornherein als der größte Gegner von ihm bekannt ist. Das ist schon mal das eine. Das zweite ist, freundliches Weltbild. Mich interessiert, wie der Mann tickt, welche Motive er hat und wie er argumentiert. Wir haben ein paar Fotos vorbereitet und eine kleine Szene, da sieht man Sie und Putin, dann wissen wir, worüber wir reden. Wo ist das entstanden, dieses Foto? Dieses Foto ist, wunderbarer Blick, dieses Foto ist in Wladiwostok im vergangenen Jahr bei dem großen Interview für die ARD um Mitternacht entstanden. Ja, und dann sehen wir gleich die Vorbereitungen zu diesem Interview. Da sehen wir nachher auch gleich noch Ausschnitte aus diesem Interview. Ich hatte Sie unterbrochen. Fahren Sie fort. Ja? Das Putin-Versteher. Ja, wunderbares Wort natürlich. Was mich interessiert, ist seine Motivation und seine Argumente. Ich bin doch ja nicht der westliche Vorposten in Russland. Ich muss doch nicht unsere westlichen Werte verteidigen und ich muss vor allen Dingen auch nicht das Grundgesetz nach Russland bringen. Wenn ich das tun will, wenn ich das machen will, bin ich vielleicht besser aufgehoben als Menschenrechtler bei Amnesty International, aber nicht als Journalist. Mich interessiert die Gründe für seine Politik. Politik wird von Interessen bestimmt. Interessen werden von der Geschichte eines jeweiligen Landes bestimmt, letztes Mal, und von der vielleicht noch kollektiven Erinnerung. Darum geht es. Ich versuche mal zusammenzufassen, was Putin da sagt. Die ukrainischen Milizen, das sind Nazi-Horden, die einen Völkermord an der russischen Bevölkerung in der Ukraine vollbringen wollen. Glaubt Putin das wirklich? Oder ist das ein Propagandamärchen, was er eben erzählen muss, um seine expansiven Pläne zu vertuschen? Zwei Sachen. Es ist das schwächste Argument, was er hat. Denn es war natürlich kein neonazistischer Aufstand, der das ganze Land zerstören wollte, in dem Zusammenhang noch nicht die Ostukraine. Was stimmt ist, dass es nationalistische Kräfte gegeben hat. Wir haben die ja sogar auch im deutschen Fernsehen gesehen, mit Uniformen und auch mit Stahlhelmen in dem Zusammenhang. Aber das ist ja nicht der wahre Grund, warum die Ukraine-Krise zustande gekommen ist, sondern das waren ganz andere Gründe. Das ist eine typische PA- und Propagandamaßnahme, die er jetzt präsentiert hat. Aber es ist seine schwächste in dem Zusammenhang. Wir müssen aber genauer hingucken, warum ist denn eigentlich dieser Ukraine-Konflikt entstanden? Und dieser Ukraine-Konflikt hat durchaus was mit Geopolitik zu tun in dem Zusammenhang. Ich weiß nicht, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wenn Sie sich erinnern, 1991 im Dezember, innerhalb von einer Woche, haben drei Präsidenten, nämlich der ukrainische, der russische und der weißrussische Präsident, beschlossen, dass die Sowjetunion zu Ende ist und auseinanderfällt. Und dann hatten sie plötzlich Russland und einzelne Sowjetstaaten. Das war dann sozusagen die Ausgangslage. Von diesem Moment an hat Russland versucht, sich zu behaupten. Und von diesem Moment an ist es auch in den geopolitischen Auseinandersetzungen letztendlich geschlittert. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal das Buch gelesen haben von Herrn Brzezinski. Die einzige Weltmacht, Strategien einer Weltmacht. 1997 rausgekommen, der amerikanische Sicherheitsberater hat da drin ein Szenario skizziert. Und dieses Szenario sah folgendermaßen aus. Europa muss weiter in den Osten vorrücken, das ist das eine. Die ehemaligen Sowjetrepubliken sollen sich der NATO anschließen. Und die Ukraine, das konnte man damals sehr gut nachlesen, sollte rausgelöst werden, um Russland zu schwächen. Nun hat er, glaube ich, damals selber nicht daran geglaubt, als der 1997 dieses Buch geschrieben hat, dass dieses genau so durchgehen würde. Aber es ist ja passiert. Es ist ja so gewesen, dass 1999 die erste Tranche eingetreten ist in die NATO, 2004 die zweite und 2008 die letzten Länder, ehemalige Sowjetrepubliken, eingetreten ist. Und dann kommt die Ukraine ins Spiel als geopolitische Auseinandersetzung. Auch das ist schön beschrieben. Das Buch ist gerade übrigens noch mal neu aufgelegt worden. Das kann man sich bestellen, kann das alles noch mal schön nachblättern. Also es gab eine geopolitische Auseinandersetzung dahinter. Und die führte letztendlich auch zu dieser Auseinandersetzung um die Ukraine. Einen letzten Punkt. Was auf dem Maidan passiert ist, in dieser ganzen Tragik mit den relativ vielen Toten, über 100 Tote, ist bis heute nicht genau geklärt. Sie haben
viele tote Demonstranten und sie haben viele tote Polizisten auch noch mal. Die EU hat gerade die Ukraine noch mal angemahnt, diese Untersuchungen wirklich auch zu führen. Also das Argument, dass Neonazis jetzt nur die Ukraine überrollen, ist hübsch, aber hat mit der Realität wenig zu tun. Also ich verstehe das eine Argument, dass die Russen das so sehen. Die werden da, die NATO rückt immer weiter nach Osten vor. Ja. Sie werden von der NATO, von den Amerikanern eingekreist. Kann man so sehen. Aber diese Sichtweise blendet nun mal völlig aus, dass es ein legitimes Freiheitsrecht des ukrainischen Volkes gibt, über die eigene Zukunft selber zu entscheiden. Und es gab eben Wahlen in der Ukraine. Und die haben diese Regierung gewählt, die sie jetzt haben. Und diese Regierung möchte in den Westen und möchte eben nicht von den Russen okkupiert werden. Das ist hübsch und ein bisschen kurz zusammengefasst. Denn die Wahl 2010, die der damalige Präsident gewonnen hat, war ja eine gültige Wahl gewesen, schlicht und ergreifend, der dann gestürzt worden ist im Jahre 2013. Der war ja von der Mehrheit seines Volkes gewählt. Der war ja legitim. Und was wir ein bisschen ausblenden, ist, dass die Ukraine vor die Wahl gestellt worden ist, innerhalb der EU, sich entweder für die EU zu entscheiden oder für den russischen Wirtschaftsraum zu entscheiden. Dazu muss man gleichzeitig wissen, dass die Ukraine der bedeutendste Handelspartner von Russland gewesen ist. Und ich werde es auch nie vergessen, als Barroso, der damalige EU-Präsident, im Februar 2013 laut und deutlich gesagt hat, entweder geht er in die EU oder ihr geht nach Russland. Auf beiden Seiten geht das nicht. Sie können nicht auf beiden Seiten bleiben. Und Helmut Schmidt war einer der damaligen heftigsten Kritiker, der dieses Ultimatum abgelehnt hat und sagt, das ist Blödsinn, das kann man nicht machen, das führt nur zu Schlimmerem. Ich würde die Ukraine-Krise gerne mal kurz zurückstellen, weil inzwischen hat sich die Welt ja weiter gedreht. Vor einem Jahr, der Höhepunkt der Ukraine-Krise, da hat der Westen versucht, Putin zu isolieren. Und jetzt sind wir ein Jahr später, ein Jahr schlauer. Und ich würde mal sagen, diese Politik ist völlig gescheitert, weil der Westen Putin überall braucht, vor allem in Syrien. Ja, Syrien ist eine ziemlich tragische Geschichte, wenn man eigentlich noch mal zurückblickt, was eigentlich die Funktion von Politik ist. Politiker müssen eigentlich doch im Grunde Konflikte erkennen und sie entschärfen und die Kosten für die Menschen so gering wie möglich zu halten. Gehen wir mal zurück zu Syrien, weil das dieser spannende Punkt ist, der jetzt alles wieder gedreht hat im Moment. Wenn Sie sich noch erinnern, 2011, arabischer Frühling. Syrer gehen auf die Straße, protestieren gegen Bashar al-Assad in dem Zusammenhang. Die Regierung schlägt dieses relativ brutal nieder. Daraus entsteht relativ schnell ein Bürgerkrieg, und zwar ein Stellvertreterkrieg. Eingestiegen sind die bekannten Demokratien Saudi-Arabien, Katar gegen Iran, der wiederum mit Bashar al-Assad verbunden ist, gleichzeitig mal. Damals wurde verhandelt, 2012 in Genf. Man hat sich auf einen russischen Vorschlag damals fast geeinigt, das heißt nicht nur fast, ein paar Stunden geeinigt. Und der hat Folgendes ausgesagt. Es gibt eine Regierung mit Opposition und Assad zusammen. Innerhalb einer bestimmten Zeit legt das Assad nieder und scheidet aus gleichzeitig nochmal. Einen Nachmittag, Kofi Annan hatte damals das verhandelt, der ehemalige UN-Generalsekretär. Und nach ein paar Stunden hat Hillary Clinton diese Vereinbarung aufgekündigt und gesagt, nein, Assad muss weg gleichzeitig nochmal. Wir hatten damals 60.000, 70.000 Tote. Jetzt, 3 Jahre später, haben wir 280.000 Tote in etwa. Und ein ähnlicher Vorschlag der Russen liegt wieder auf dem Tisch. Ich glaube, da haben wir aus ideologischen Gründen einfach eine Chance verpasst. Und viele Menschen sind eigentlich umsonst gestorben. Jetzt haben ja viele Menschen Zweifel daran, dass Putin da in Syrien eine ganz selbstlose Rolle spielt und nie, nur nach Frieden sucht. Nie eine selbstlose Rolle spielen. Welche strategischen Absichten hat denn Russland haben Putin in Syrien? Er hat mehrere. Ich glaube, eine ist, dass der Zerfall vom Irak bis nach Syrien unter islamischen Terrorismus, sagen wir einfach mal verkürzt und vereinfacht gesagt, auch letztendlich Russland bedroht. Denn Russland hat eine starke islamische Minderheitsbevölkerung. Und aus der Geschichte Tschetschenien, Dagestan, wenn Sie sich noch erinnern, gab es ja schon diese ganzen massiven Auseinandersetzungen der Vergangenheit. Also die Gefahr, die durch ein Überschwappen vom militanten Islamismus für Russland droht, ist sicherlich eine dieser Motivationen. Das Zweite ist, die Russen haben natürlich dort auch einen Stützpunkt, Tartus dort gleichsam. Das ist der einzige Stützpunkt, den sie haben, den sie im Mittelmeer haben.
Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass wenn es denn klappt mit dieser ganzen Kiste, er natürlich auch durchaus einen Prestigegewinn hat weltweit. Könnte es auch zur Strategie von Wladimir Putin gehören, die Situation in Syrien zu eskalieren, weil dann noch mehr Flüchtlinge, dann hat Europa noch mehr Probleme, dann braucht man ihn noch mehr zur Problemlösung? Wissen Sie, wir haben momentan ungefähr, wenn ich das im Kopf richtig ausrechne, Syrien hat ungefähr 20 Millionen Einwohner. Die Hälfte davon sind innerhalb des Landes auf der Flucht. 2 Millionen sind in der Türkei, 1,5 Millionen im Libanon, eine knappe Million in Jordanien. Und wenn jetzt durch Kämpfe weitere 100.000 fliehen werden, ich glaube, die Zahl ist eher kleiner als die Zahl, die bereits angerichtet worden ist. Der zweite Punkt ist, natürlich spielt es eine große Rolle, dass jetzt auch Hunderttausende von Flüchtlingen nach Europa und auch nach Deutschland gekommen sind in dem Zusammenhang. Deswegen kommt das, was Sie vorher gesagt haben, Putin ist wieder gefragt, als Lösung sozusagen. Wir brauchen ihn. Wenn man die syrische Flüchtlingskrise am Ursprungsort lösen will, dann geht das nicht ohne Putin, ohne Russland. Ja, das ist so. Das ist wir leben alle. Frau Merkel hat mal diesen wunderbaren Satz gesagt, Putin lebt in einer anderen Welt. Das mag ja so sein, aber wir leben alle in der gleichen Welt. Und es kann nicht einfach sein, dass diese Probleme, die wir in dieser Welt haben, nur von einem Teil bearbeitet wird. Russland ist das größte Land der Erde, das wird nicht einfach weggehen. Wir haben hier im Westen ein sehr negatives Bild von Wladimir Putin. Der Mensch ist kühl, unnahbar, ein Diktator, der im Zweifelsfall auch über Leichen gehen würde. Das ist eine hübsche Beschreibung. Erstens müssen Sie mal nachweisen, dass er über Leichen geht. Und zum Zweiten, ich glaube, wir leben auch von unserer eigenen Projektion des Bösen. Putin ist, glaube ich, der Inbegriff des Bösen, was den Westen zum Teil angeht. Woher kommt eigentlich dieses Bild? Das ist eine gute Frage. Er bedient manchmal ganz gerne durch manche schroffe Haltungen und manche schroffen Kommentare dieses Bild. Aber wir haben auch so eine Vorstellung, der macht nicht das, was wir wollen. Der nimmt einfach unsere Rechte nicht an, die wir haben in dem Zusammenhang. Er setzt das nicht eins zu eins durch. Wir Journalisten haben, glaube ich, so in den 90er Jahren und dann Anfang, als er Präsident wurde, tausende von Kommentaren geschrieben, was er zu tun hat, was Russland zu tun hat, und haben ganz vergessen, es ist ein eigenständiges Land. Russland ist volljährig. Das hat möglicherweise andere Aber Interessen. Würden Sie denn in Abrede stellen, dass er Russland scheibchenweise in eine Diktatur verwandelt, Pressefreiheit, Freiheit der Fernsehanstalten wird alles gleichgeschaltet, die Justiz wird eingesetzt gegen die politische Opposition, wenn es der Opposition nicht noch schlimmer geht, wie Politkovskaya zum Beispiel? Jetzt vermischen wir ein paar Punkte. Ich sage das gerne nochmal. Presse wird gleichgeschaltet, Justiz gegen die Opposition eingesetzt und der eine oder andere bezahlt seine Opposition mit dem Leben. Und das ist alles auf Veranlassung von Putin geschehen? Weiß ich nicht, Sie sind der Experte. Nee, aber Sie machen ja eine Verdachtsberichterstattung. Sie sagen ja im Grunde genommen... Ich stelle Ihnen Fragen. Sie sagen ja im Grunde genommen, er hat es angeordnet. Der Mord an der Kollegin, den Sie angesprochen haben, der ist, glaube ich, an seinem Geburtstag 2005 oder 2006 passiert. Der Mord an dem Oppositionspolitiker Nemtsov in diesem Jahr, der große Schlagzeilen gemacht hat, es sei Putin, ist eine dieser Argumentationen. Woher wissen Sie das denn eigentlich? Woher nehmen Sie denn die Gewissheit, dass das so ist? Ich habe nicht behauptet, dass er diese Morde angeführt hat, aber er ist der Repräsentant eines Staates, der scheibchenweise den Druck auf Menschen, die in Opposition stehen, erhöht. Und zu diesem Druck gehört es, dass offensichtlich, ob er das selber war, ob andere das sind, um ihr Leben fürchten müssen. Das ist erstens meine Behauptung. Der zweite Punkt ist, ich will Ihnen ein anderes Beispiel dafür sagen. Nehmen wir mal das kontroverse Thema Schwulen und Lesben, wo Russland ein Gesetz verabschiedet hat, die Duma hat ein Gesetz verabschiedet. Da steht drin, Werbung für gleichgeschlechtliche Lebensweise vor Kindern ist nicht erlaubt, ist strafbar. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, das muss der ändern. Und zwar als außenpolitische Forderung haben wir das aufgestellt. Frau Merkel hat das damals im Wahlkampf getan. In Russland sind 80% der Bevölkerung homophob, also gegen Schwule und Lesbe, und zwar eher militant. Wenn ich von außen im Ausland sozusagen dem Präsidenten eines anderen Staates sage, und du hast das zu verändern, dann greife ich in eine Auseinandersetzung ein in einem anderen Land. Wie lange haben wir gebraucht in Deutschland, ich komme aus Bayern, vom Dorf, wie lange die Auseinandersetzung
um Homosexualität als normale Lebensform und als rechtlich normale Lebensform. Wie lange hat das gedauert, bis wir das hatten? Bis der Paragraph 175 wurde, glaube ich, 1993 letztendlich weggehauen. Und was Putin sagt, er sagt, wir werden das entscheiden müssen innerhalb Russlands. Das heißt, die Schwulen und die Lesben werden diesen Kampf in Russland führen müssen, denn sie müssen sich diese gesellschaftliche Plattform erarbeiten dort. Und wenn die Gesellschaft sich dagegen erstmal sträubt, wird das ein verdammt langer Kampf. Und es hilft ihnen nicht, wenn von außen gesagt wird, ihr habt das gefälligst so zu machen. Ich habe einen schönen Satz bei Ihnen gefunden über unsere Haltung Russland gegenüber. Sie sagen, political correctness statt Analyse. Wie meinen Sie das? Ja, wenn Sie immer nach Ihrer Wunschvorstellung argumentieren, was ein anderes Land angeht, da kriegen Sie ein Problem. Also, wenn Sie hier, das ist eine typische Berliner Nummer auch, Prenzlauer Berg im Grunde genommen. Wo gehe ich heute Abend veganisch essen hin? Was ziehe ich an und warum hat Putin was gegen die Schwulen-Ehe? So funktioniert Politik nicht in dem Zusammenhang. Eine Gesellschaft und auch die russische Gesellschaft wird sich damit auseinandersetzen müssen und wird in heftigen Kämpfen diese Freiräume schaffen oder auch nicht schaffen müssen. Die Taz hat da mal wunderbar getitelt, 80% homophob, und sie meinte damit Russland. Das müssen die vor Ort machen. Wir können sie von außen nicht belehren, wie sozusagen katholische Missionare im 19. Jahrhundert in Afrika Farbige belehrt haben. Das funktioniert so nicht. Die haben eine eigene Kultur. Ob wir die mögen oder nicht, das hilft uns nicht weiter. Okay, nähern wir uns der Person Putins mal ein bisschen. Sie haben in Ihrem Buch eine Szene beschrieben, die fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Er steht da am Sarg seines ehemaligen Judo-Lehrers ganz alleine in St. Petersburg und weint. Wie emotional denkt, handelt, entscheidet Putin? Also, da würde ich schon mal wieder trennen wollen. Ja. Also, ja. wenn ein Judo-Lehrer, mit dem Sie in Ihrer Jugend viel unterwegs waren, dem Sie viel zu verdanken haben, der diese Zeit zwischen, weiß ich, 16 und 22 abgedeckt hat, wo Sie in allen komischen Turnhallen waren, wo es gezogen hat, wo der Schweiß auf den Tatami-Matten war, das ist eine Erinnerung mit einer Person, einer emotionellen Beziehung verbunden. Das ist das eine. Das sofort auf die Politik zu übertragen, das halte ich für ein bisschen schwierig. Putin ist sicherlich emotional, aber er ist ein ziemlich ausgebuffter Taktiker. Und das lässt sich sozusagen nicht mit dieser emotionalen Variante auf einen Kamm bringen. Sie haben sich ja ganz, ganz ausführlich mit seiner Vita beschäftigt. Haben Sie da einen Schlüssel zu seiner Persönlichkeit, zu seinem Handeln gefunden in der Jugend, im Elternhaus? Wenn ich nur ein Psychoanalytiker wäre, würde mir das möglicherweise glücken. Aber da ich ja nur Journalist bin, kann ich immer nur das eine oder andere betrachten und kann möglicherweise den einen oder anderen Rückschluss ziehen. Putin war sicherlich sehr oft zufällig am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Das ist eine der Bedingungen gewesen, die ihn überhaupt so weit gebracht hat. Zweitens, er ist extrem zäh. Er ist extrem, sagen wir mal, planend. Auf der einen Seite. Und er ist jemand, der ein Ziel mit ziemlichem Nachdruck und lange verfolgt. Also diese Momente, glaube ich, spielen auch eine Rolle. Zufall, die Zeit, in der er groß geworden ist und ein Ziel konkret zu verfolgen. Das sind so wesentliche Punkte, die, glaube ich, ihn auszeichnen. Er war 5 Jahre in Deutschland, 85 bis 90, als KGB-Offizier. Hat er sich Ihnen gegenüber über Deutschland geäußert? In der Zeit als KGB-Offizier? Nein, jetzt, als wir mit ihm zusammen waren, hat er da gesprochen über sein Verhältnis zu Deutschland? Er mag Deutschland, er hat eine enge Beziehung zu Deutschland, er kennt relativ viele Deutsche. Er spricht fließend Deutsch in dem Zusammenhang. Und er hat übrigens im Russischen den Spitznamen der Deutsche. Er muss ja auch ein Faible haben für die deutsche Kultur. Als er zurückgegangen ist nach Russland, da hat er seine Töchter dann später in Moskau sogar weiter auf die deutsche Schule geschickt. Liebt er vielleicht sogar deutsche Kultur? Er ist ziemlich affiziert mit Deutschland und auch mit der deutschen Kultur im Zusammenhang. Mhm. Ich glaube, ich kenne kein anderes Land außer Russland selber, zu dem Putin eine solche eher emotionale Beziehung hatte als Deutschland. Wie ist das Verhältnis zwischen Merkel und Putin? Ich glaube, er schätzt Merkel als Machtpolitikerin. Sie hat sich ja nun, und das ist eines seiner wunderbaren Argumente, ich glaube, er hat es gegenüber mal Schröder verwandt und gesagt, Sie haben ja mal gesagt, sie kann es nicht und? Wie lange ist sie schon Kanzlerin?
also spöttische Bemerkung in dem Zusammenhang. Mhm. Also ich glaube, er schätzt ihre taktischen Fähigkeiten und ihre Fähigkeiten, sich als Politiker lange zu halten, sehr hoch ein. Ansonsten bin ich nicht so sicher, dass das Verhältnis noch so ist, wie das vielleicht mal am Anfang war. Dafür ist in den letzten 3-4 Jahren ziemlich viel zerdeppert worden. Es gibt so ein wunderbares Beispiel, wo man merkt, auch wenn die oft miteinander telefonieren, dass sie dann doch in einem ganz konkreten Beispiel weit auseinanderklaffen. Typisches Beispiel war Juni 2013. Da ist Frau Merkel mit Vorstandsvorsitzenden nach Russland gereist, nach Petersburg. Es ging damals um letztendlich Wirtschaft. Und es ging um ein Thema, der Goldschatz aus Eberswalde, also das, was unter Beutekunst zu verstehen ist. Die russischen Soldaten hatten das damals mitgenommen, das ist jetzt in Petersburg ausgestellt. Und Frau Merkel wollte damals, dass dieses wieder zurückgeführt wird, nach Deutschland, dieser Schatz. Mhm. Die Russen waren der Ansicht, okay, das hätten sie mit 26 Millionen Toten schon teuer bezahlt, das wollten sie eigentlich nicht in dem Zusammenhang. Und dann schaukelte sich das so auf an dem 21. Juni damals. Und hier hieß es, okay, Putin will Merkel den Mund verbieten. Merkel möchte aber reden und das lasse sich nicht gefallen. Und so, sie konnten das im Spiegel online lesen, sie konnten das auf der Welt online lesen, dass jetzt ein großer Krach bevorstand. Die haben dann miteinander geredet an diesem 21. Und am Abend fand die Veranstaltung statt. Kein großer Krach, sondern man ging gemeinsam und eröffnete diese Veranstaltung. Was war der Hintergrund dabei? Am 22. Juni in den 40er Jahren, damals wurde der Zweite Weltkrieg eröffnet. Damals wurde Russland sozusagen überfallen. Und das war am nächsten Tag genau das Datum, wo die Ausstellung offiziell eröffnet worden wäre oder worden ist in dem Zusammenhang. Und da die Forderung im Kopf zu haben für die russische Bevölkerung, dieses geht jetzt wieder alles zurück nach Deutschland, wo wir so und so viele Tote haben, das war für Putin ein innenpolitischer Affront. Und das hat man, glaube ich, überhaupt falsch eingeschätzt. Und da haben sie so eine psychische Situation oder eine psychologische Situation, wo es so einfach zu diesen Auseinandersetzungen gekommen ist. Wäre ja schön, wenn Deutschland und Russland, Merkel und Putin, wir alle wieder zu einem vernünftigen Verhältnis zurückkehren könnten. Dem steht im Moment natürlich die Entwicklung in der Ukraine gegenüber. Mhm. Ich würde mal auf den ersten Blick sagen, im Laufe des letzten Jahres hat sich die Situation für Putin merklich verbessert. Die Krim, kein Mensch glaubt mehr dran, dass die je wieder an die Ukraine zurückkehrt. Sehen Sie es anders? Nö, sehe ich nicht viel anders. Ja. Der Punkt ist, was sich verändert hat, sind jetzt nicht nur die außenpolitischen Rahmenbedingungen, die wir mit Syrien gestreift haben in dem Zusammenhang, sondern es hat sich auch gezeigt, dass der Konflikt in der Ukraine selber viel, viel teurer ist, als wir uns das jemals vorgestellt haben. Die Situation in Kiew hat sich nicht wahnsinnig verändert. Die Oligarchen sind nach wie vor da, die Reformen klemmen ziemlich. 7.000 Menschen sind insgesamt tot, es sind Milliarden Schulden da. Dann gehen wir in die Ostukraine. Dort hat sich die Situation auch nicht verbessert, gleichzeitig nochmal. Die militärische Auseinandersetzung zwischen beiden Blöcken hat zu überhaupt keiner Lösung geführt. Es gab eine vernichtende Niederlage für Kiew, die zu Minsk I geführt hatte damals. Und es gab so etwas Ähnliches im Januar wieder, die zu Minsk II geführt haben. Inzwischenzeitlich hat sich durchgesetzt, dass wir tatsächlich Kompromisse finden müssen. Dass der Druck auf beiden Seiten erhöht sein muss, sowohl auf die russische Seite, aber auch auf die Kiewer Seite, um zu liefern. Und ich glaube, das funktioniert so langsam, aber sicher schon. Viele sagen ja, da steckt eine langfristige Strategie von Putin dahinter, der letztendlich überall dasselbe macht. In Georgien, da marschiert die russische Armee in einem Teil ein, der stabilisiert den Rest. In der Ukraine, da ist die russische Armee in Donetsk und Lugansk engagiert, der stabilisiert den Rest, dasselbe in Moldawien. Steckt da die Strategie dahinter, dass Putin versucht, das russische Großreich wieder zu errichten, zumindest scheibchenweise? Ihre Prämisse stimmt schon leider nicht. Deswegen muss ich da mal einhaken. Den Krieg keine russischen Truppen in Georgien? Kommen wir zum Punkt, wie hat dieser Krieg angefangen? Die EU hat einen Untersuchungsbericht erstellt über wer
den Krieg angefangen hat in Georgien. Der Untersuchungsbericht wurde von der Schweizer Vertreterin der OSZE hergestellt. Und er kommt zu dem klaren Schluss, so konnten Sie nachlesen, 2009, dass Saakaschwili damals, in Südossetien bewusst einmarschiert ist und dass die Gefahr, die er vorgegeben hat, die Russen würden sozusagen dort einen Putsch machen, nicht existierte. Können Sie nachlesen, über 1000 Seiten dick, abrufbar im Internet von der EU. So, also die Annahme, dass sozusagen Putin immer überall destabilisiert, stimmt auf jeden Fall in diesem Zusammenhang schon mal nicht. Ich glaube, es ist eine dieser üblichen Theorien, die man immer grundsätzlich dem Gegner zuordnen. Der Gegner ist immer der Böse, der Gegner destabilisiert grundsätzlich, deswegen müssen wir immer auf der Hut sein. Gut, ich verzichte jetzt drauf, mit Ihnen im Detail den Georgien-Konflikt zu analysieren, weil unsere Sendezeit zu Ende geht. Ich stelle eine Frage noch ganz am Ende. Kann man Putin trauen? Können wir Putin vertrauen? Ja. Okay, klare Antwort. Das war der Dialog heute mit Hubert Seipel. Herzlichen Dank an Sie. Danke Ihnen. Das war jetzt eine ganz kurze Antwort.